Hi Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute gehe ich mit meiner Freundin zum Koreaner essen. Wir wollen davor noch beim Asialaden was einkaufen. Vielleicht machen wir es auch danach. Bei den Freunden morgen. Und wir wollen Hotpot machen. Wer es nicht kennt, es ist ein Gericht, was ich aus China vor allem kenne, aus Chongqing. Da habe ich mir jetzt auch einen neuen Topf noch bestellt. Und zumindest ist es ein sehr scharfes Gericht. Wird auch Fondue, also ein asiatisches Fondue genannt. Bedeutet, man hat halt eine Brühe aus verschiedenen Bestandteilen. Und man kann einfach verschiedene Sachen kurz in diese Brühe halten bzw. reinlegen. Die nimmt den Geschmack an und dann habt ihr einen kleinen Dip, den ihr dazu macht, das reindippt und dann einfach esst. Wird auf jeden Fall geil. Ich denke, ich werde auch ein Video dazu machen, bzw. vielleicht seht ihr es auch in diesem Vlog mit drin. Genau. Jetzt ziehe ich mich erstmal an und wir machen uns los zum Asialaden. Wie schmeckt's? Schmeckt gut. Wir haben bisher noch nicht so viel rein. Also Ellie hat den Tokio und ich habe Damaskus. Der Koreaner hatte leider zu, beziehungsweise Mittagspause, und sind wir jetzt spontan einfach hierher gegangen, weil es einfach daneben liegt. Kurzer Geschmackstest. Ihr seht halt hier schon mal Falafel schon ausgucken. Was ihr hier halt habt, ist eine Menge Falafel, den Hummus drin, ein paar Gewürzgurken, Tomaten, Minze. Das ist einfach ein perfektes Zusammenspiel. Ist mega lecker, kann ich nur empfehlen. Also, ich gönn mir dann erst. So Leute, ich melde mich zurück zu Hause. Da ich nicht im Asiamarkt filmen durfte, habe ich mich mal kurz zur Hand entschlossen, euch meinen Einkauf zu zeigen. Und zwar eine Sache, die eigentlich immer ist, oder halt ein Must-Have ist, ist Koriander. Gehört eigentlich fast in jedes asiatische Gericht, finde ich. Ist einfach ein extrem geiler Geschmacksträger. Dann als nächstes haben wir für den Hotpot eingekauft. Da haben wir einmal solche kleinen Enoki-Pilze gekauft.
die sind unten alle miteinander verbunden. Sprich, man muss hier unten etwas abschneiden. Wenn man sie einzeln essen will, sind ein bisschen schnorpselig im Geschmack. Aber eigentlich eine nice Alternative zu normalen Pilzen. Dann haben wir für meine Freundin, weil sie immer sehr gern vegetarisch ist, solche Lotuswurzeln geholt. Die muss man einfach nur auftauen. Und dann kann man sie entweder einlegen, beziehungsweise wenn man Hotpot macht, kann man sie auch einfach so reinwerfen, weil sie dadurch Geschmack erlangt. Man kann sie aber auch nutzen, um sie einfach anzubraten mit etwas anderem Gemüse. Hat so eine Konsistenz wie Kohlrabi, finde ich. Dann ist meine Freundin schwach geworden. Man hat dann erstmal 1, 2, 3, 4 solcher Instant-Rahmen gekauft. Dann haben wir noch ein paar Essstäbchen geholt. Wir haben eigentlich eine ganz schöne schönes Muster drauf. Vielleicht sieht man es. Ja. War auch nicht allzu teuer. Einfach weil bei uns auch ab und an ein paar Essstäbchen kaputt gehen. Und dann haben wir einfach ein paar nachgekauft. So, dann eine kleine Sache für den kleinen Hunger. Für danach kann ich euch empfehlen, solche Reisbälle. Die sind gefüllt mit Sesam. Und sind tiefgefroren. Sprich, ihr könnt sie halt entweder lutschen oder ihr haut sie kurz in die Mikrowelle. Und die sind dann so leicht klebrig und eigentlich ein schöner Snack so zum Abend oder als kleines Dessert. Dann wieder was für ein Hotpot. Habe ich Beef Slices geholt. Sie sind so extrem hauchdünne Rinder. Ja, das ist meistens Rinderbrust oder aus dem oberen Teil der Hochrippe. Extrem dünn geschnittene Fleischstücken, die halt wirklich für Hotpot gemacht sind. Gibt es auch noch mal ein Lamm, aber ich finde halt Lamm ist einfach nicht so meins. Deswegen habe ich Rind geholt. Wir werden auch noch ein paar andere Sachen dazu essen. Aber die gehören halt wirklich so primär dazu, finde ich. Wird auch von den Einheimischen immer sehr oft gegessen. Die nehmen natürlich dann wirklich frisches Rinderfilet, wenn sie es sich leisten können. Dann haben wir noch ein paar größere Reisnudeln. Die haben jetzt 5 mm geholt, weil wir heute Abend einen Pho machen wollten. Eignen die sich perfekt, finde ich. Ist eine kleine Nudelsuppe mit ein bisschen Gemüse drin. Reicht vollkommen aus. Wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder am besten noch in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich auch, ob das Interesse besteht und mache dann auch gleich ein Video dazu. So, als letzte Komponente eine Kokosmilch. Wer die nicht kennt, ist selber schuld. Finde ich für mich die coolste oder die beste Kokosmilch, die es gibt so auf dem Markt. Wenn man nicht gerade in Thailand, Vietnam, China direkt ist. Sie hat einfach die perfekte Konsistenz, finde ich. Wird nicht zu flüssig, bleibt schön cremig. Kann man zudem noch für Cocktails benutzen, wenn man das möchte. Von daher, von Aroidi, es soll keine Werbung sein, aber wirklich eine Empfehlung für euch, falls ihr euch noch nicht mit Kokosmilch auskennt oder halt wirklich nur die aus der Dose kauft. Genau, ansonsten haben wir heute auch noch ein Paket von Zalando bekommen, was nicht an uns gehen sollte.
Dann habe ich mir noch zwei T-Shirts von Tom Taylor bestellt und einfach so eine kleine Basic-Shorts mit einem kleinen Print drauf. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist einmal der Hot Pot Wok, den ich gekauft habe. Ich will ihn mal austesten, wie er so funktioniert, ob er irgendwie was durchlässt oder halt wirklich ganz in Ordnung für den Preis ist. Habe ich bei Amazon geholt, kann ich gerne unten in der Videobox mal verlinken, wer sich interessiert. Nur zur kurzen Erklärung zu dem Topf an sich, der ist halt hier in der Mitte einmal geteilt. Und auf die eine Seite kommt der scharfe Teil sozusagen des Hotpots. Auf der anderen Seite hat man eine Gemüsebrühe oder eine Hühnerbrühe. Wird auch Yin-Yang Hotpot genannt. Einfach für die Leute, die halt nicht so gerne scharf essen. Klar, die helle Seite. Für die, die gerne scharf essen, die rote Seite. Und ja, die wollte ich jetzt mal ausprobieren. Kommt dann auch, ist auch induktionsgeeignet, stand da. Werde ich auch testen. Und ja, wie das dann im Endeffekt aussieht, werdet ihr wahrscheinlich dann morgen sehen. Ich freue mich schon mal drauf.